Achtung! Dieses Video enthält Übertreibungen, Clickbait und Unwahrheiten. Was nicht heißt, dass es vielleicht irgendwann doch im Game erscheinen könnte. Schauen auf eigene Gefahr. Aber geil! Ja, Leute, die Warnung ist raus und damit herzlich willkommen bei Money und einem neuen Video zu The Isle. Ja, wir beziehen uns hier natürlich auf eine Nachricht von Punch Packet im offiziellen The Isle Discord. Ich lese es einfach mal im Original vor. Hey Islanders, it's time for this week's roadmap recap. Whilst I cannot share the specifics just yet, we've been making swift and steady progress on a number of unannounced features that are slated to make their debut as a part of Update 4. So, hierzu nehmen wir natürlich ganz besonders Bezug auf die unannounced features that are slated to make their debut as part of Update 4. Ja, was so viel heißt, naja, sie arbeiten nicht nur am Update 4, was auch so in der Roadmap festgelegt ist, sondern auch noch an geheimen Sachen, ja, die nicht announced wurden, sondern so quasi als Überraschung für uns bereitgehalten oder gehalten werden. Ne? Aber was, Leute, was kann das alles sein? Gucken wir doch einfach mal. Und wir starten einfach mal mit dem Offensichtlichen, das auch einfach ja nicht neu ist oder nicht versteckt oder sonst irgendwas. Es wird auf jeden Fall kommen der Paracephalosaurus, aber nicht mit Update 4, sondern mit Update 4.5. Aber wir nehmen jetzt mal einfach das gesamte Update 4.5. Plus 4.5. Und da wird auf jeden Fall der Pachy kommen, denn der ist announced worden. Der steht auch so in der Roadmap drin. Und es wird natürlich auch das Diet-System kommen, ein neues Futtersystem. Und natürlich das lang erhoffte Bonebreak-System, Leute. Das lang erhoffte Bonebreak-System wird kommen. Darauf freuen wir uns doch fast allermeisten, würde ich sagen, oder? Oder ist es nicht so? Also ich freue mich da schon, ja, doch ganz gut drauf eigentlich. Ja, kommen wir einfach mal zu dem etwas weniger offensichtlichen, was so vielleicht versteckt in Update 4.5 oder 4 reinkommen könnte. Und zwar wurde uns auf dem offiziellen Discord ein Video präsentiert. Hier tötet ein Utahraptor einen Tryosaurus, versteckt sich, wartet ab und es kommt eine Horde Compsognathus angelaufen. Ja, und wollen den Tryo-Kadaver fressen. Was schon mal ganz geil aussieht eigentlich. Und diese Kompis, also Compsognathus, die wird man wahrscheinlich selber nicht spielen können, gehe ich mal von aus. Aber wir können sie jagen. Wir können sie jagen als zusätzliche AI. Ja. Und das ist super nice. Ja, wie gesagt, hat man jetzt auf dem offiziellen Discord gesehen. Warum sollte das nicht reinkommen zum Update 4 oder Update 4.5, ne? Als unannounced Feature. Oder aber auch der Anki, prädestiniert, um Knochen zu brechen. Würde doch richtig gut reinpassen zum Knochenbruch-Update. Ja? Oder einfach so als Special, weil, ja, ihr wisst ja, Path of Titans hat seinen Dinosaurus schon rausgebracht. Wäre doch eine Schande, wenn sich die Eile lumpen lassen würde, oder? Wenn die sich lumpen lassen würde. Hier, noch ein Semi-Aquatien-Dinosaurier reinbringt. Zack, Dinosaurus. Ab dafür. Oder, es wurde jetzt letztens in Donny Stream Menschen gezeigt, ne? Neue Strukturen könnten reinkommen. Vielleicht sogar auch schon Menschen? Warum sollte es gezeigt werden? Nur, dass er dran arbeitet. Es wär auf jeden Fall ein unannounced Feature. Ja? Es war nicht angekündigt, aber bam, auf einmal ist es drin. Was wäre denn das für eine... Es wäre ein Meilenstein in die Isle, wenn da funktionierende, ja, wie soll man sagen, Menschen reinkommen würde. Aber schauen wir mal. Oder aber es kommen Waldbrände rein. Ne? Wir kennen ja schon ein Dinosaurier-Spiel, wo es Waldbrände gibt. Beast of Bermuda. Das kann sich doch die Isle doch nicht entgehen lassen. Ein unannounced Feature. Oder was wäre mit einem Purosaurus? So als natürlicher Gegner des Dinosaurus. Ja, könnte ja auch sein, könnte ja auch sein. Warum nicht ein zweites Krokodil? Warum nicht? Einfach gleiche Eigenschaften, das anderes Model. Zack, wir haben noch einen Dinosaurier zur Auswahl. Community ist glücklich.
Wäre doch auch ein Ding der Möglichkeit, oder? Oder ja, Mosasaurus, Wasserdinos? Wasserdinos? Wir haben ja Meer, ins Meer könnten doch Wasserdinos. Könnte man die vielleicht mit Süßwasserseen verbinden? Wir kennen ein Spiel, da ist das so, Beast of Bermuda. Würde das bei Die Isle vielleicht auch gehen? Geht das vielleicht schon in Richtung Clickbait? Oder wäre das einfach eine Möglichkeit für diese Unannounced Features? Wäre das einfach eine Möglichkeit? Leute, wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Ja, Leute, und hier muss ich euch natürlich warnen. Jetzt kommt offensichtlich Clickbait, weil wir wissen zwar, dass es diese Kreaturen und auch schon viele Models dazu gibt, ne? Die ganzen H-Types, N-Types und was weiß ich, was für Hypos es da gibt, ne? Ja. Leute. Unannounced Future. Kann das vielleicht sein, dass ein Hypo ins Spiel kommt? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich zum Update 4 oder 4.5? Tja. Es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich, mit Hypos kann man immer schön viel Klicks machen und sowas. Deswegen werde ich das auch in das Thumbnail packen, ne? Damit jeder schön da draufklickt und denkt, ja, Update 4.5 oder 4, ja, Hypos. Nee, Leute, Hypos kommen erst ganz zum Schluss, das wird Endgame-Content sein. Will ich nur mal so gesagt haben, ich wollte euch damit einfach nur ködern. Ich hoffe, es hat funktioniert. Wenn es funktioniert hat, dann schreibt mir doch ein F in die Kommentare. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, das war's dann erstmal zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, was glaubt denn ihr, was so die unannounced Features in Update 4 oder 4.5 sein könnten? Was könnte das sein, Leute? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video, was wieder ein bisschen ernsthafter wird auf jeden Fall. Und ansonsten ciao, ciao, euer Manni.